heute machen wir die erste Ausfahrt mit dem Tuterer Streamliner. Und die Installation war schon mal sehr schweißtreibend. Ich hoffe, der Rest wird jetzt auf jeden Fall besser. Aber das ist ja immer so. Am Anfang, ich habe ihn gebraucht gekauft und da ist dann auch keine Beschreibung dabei gewesen. Und bis man dann weiß, was man tun muss, ist es echt gar nicht so leicht. Aber so habe ich ihn jetzt mal festgemacht mit so einer Reduzierhülse, weil die Sattelstütze ist nur 30,9. Und im Moment steht das Rad noch in so einem Fixständer. Da kommt es jetzt aber gleich raus und dann geht es auch schon los. Jetzt haben wir mal kurz getauscht. Zeige ich euch mal, wie das beim Chris so ausschaut. Vermutlich so ähnlich wie bei mir, aber man weiß es ja nicht. Was sagt ihr eigentlich zu meinem perfekt passenden Bike zum Hänger? Bike ziemlich alt schon, Hänger gebraucht, fast wie die Faust aufs Auge, oder? Ich bin sehr zufrieden. So, jetzt haben wir gerade festgestellt, dass wir diesen Ständer zu Hause gar nicht gebraucht hätten. Das ist so ja auch voll gut funktioniert. Und der Mini ist wieder mal stolz auf mich. Ich gut gemacht. Habe ich gut gemacht? Ja! Hast du auch gut gemacht, mein Spatzi? Hast du auch gut gemacht? Ja! Und hier steht das wunderbar, sogar inklusive Rad. Cooles Teil! Cooles Teil! So cool! Da hast du mich jetzt ordentlich, also du rutschst ohne Ende. Zurück und als Fazit könnte man fast sagen, der Kleine kann gar nicht genug davon bekommen. Der lacht nämlich immer noch, wenn er Kurvenlage bekommt. Juhu! Also ihm scheint es gut gefallen zu haben. Und ansonsten ist auf jeden Fall noch wichtig zu sagen, dass man echt anständige Bremsen haben sollte, weil man merkt halt schon, dass es von hinten ganz schön schiebt. Aber es hat alles super gut funktioniert.
Die Halterung mega, sieht zwar echt ein bisschen kriminell aus, finde ich, aber alles bestens. Und hier den Dämpfer, den haben wir jetzt mit minimal Luft. Ich habe die ganze Zeit nur Luft abgelassen, aber jetzt scheint es auch ganz gut zu passen. Auch in unserer Bike-Garage haben wir gut Platz gefunden dafür. Ein Glück, gerade so. Und der Mini hat einen guten Pilz gepflückt. Ob der wohl lecker schmeckt heute, müssen wir wieder Pilzragout machen, Mini.